Unseren nächsten Erfinder trifft man regelmäßig in diesem wunderschönen Bergpanorama seines Heimatlandes Österreich an. Mein Name ist Stefan Hofinger, ich bin 36 Jahre alt, komme aus Pernitz in Niederösterreich und ich habe Linus erfunden. Stefan ist ein absoluter Naturmensch und liebt es, hier in den Bergen seinen Hobbys nachzugehen. Der Ausgleich in der Natur ist mir extrem wichtig, weil es mich auch wieder ein Stückchen erdet. Und also verbunden zu sein mit den Elementen und die auch zu spüren, das ist für mich großartig. Die Natur ist allerdings nicht immer auf Stefans Seite. Gerade im Büro stellt die Sonne den Wirtschaftsingenieur immer wieder vor echte Herausforderungen. Also ich stand vor dem Problem, dass es im Büro extrem heiß geworden ist. Und ich musste mir eine Möglichkeit überlegen, wie man einen Sonnenschutz außen montieren kann, ohne dass man etwas beschädigt. Anfang 2013 setzt er sich schließlich hin und entwirft die ersten Skizzen für einen Prototypen zu seiner Idee. Das Ziel des Blinders Rollos war es, dass man einen Sonnenschutz schafft, der außen montiert werden kann. Das Ganze war ohne Beschädigung der Bausubstanz, das heißt ohne Bohren, ohne Schrauben, weil es das ist, was die Vermieter heutzutage auch meistens verbieten. Stefan ist von seinem Produkt so begeistert, dass er seinen regulären Job kündigt und die Blinus GmbH gründet. Ich bin von dem Potenzial von Blinus so überzeugt, dass ich mich vor einigen Jahren damit selbstständig gemacht habe. Und jetzt ist der nächste Schritt, die überarbeitete Version von Blinus auf den Markt zu bringen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir viele Kunden finden werden, die mein Leid der Anfangsjahre teilen. Und damit der Garagentor für Stefan Hofinger. Willkommen! Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Stefan Hofinger und ich darf Ihnen heute die Weltneuheit Blinus präsentieren. Erinnern Sie sich einmal an den letzten richtig heißen Sommer. Knapp 40 Grad im Schatten, in der Sonne sowieso nicht auszuhalten und in der Wohnung Hitzestau. Die beste Abhilfe wäre ein Sonnenschutz, der die Sonne bereits vor dem Fenster abhält und die Sonnenstrahlen gar nicht erst an die Scheibe heranlässt. Trotzdem hat weniger als die Hälfte der Bevölkerung einen Sonnenschutz verbaut, weil dies in der Bauphase oftmals eingespart wird oder vernachlässigt wird. Die nachträgliche Montage eines Sonnenschutzes war bis heute sehr aufwendig und ist auch immer mit der Beschädigung der Bausubstanz verbunden, was im Eigenheimbereich nicht unbedingt gewünscht und im Mietverhältnis sogar verboten ist. Und genau diese Probleme löst Blinus. Blinus ist der erste außenliegende Sonnenschutz, der nachträglich montiert werden kann, noch dazu werkzeuglos und damit vom Kunden selbst. Und das spart Zeit und Kosten. Und möglich wird das durch unseren mehrfach patentierten Klemmmechanismus, den ich Ihnen nun gerne demonstrieren möchte. Der Kunde bestellt das Blinus-Rollo im eigenen Webshop, konfiguriert sich das Ganze selbst und bekommt es dann innerhalb von 6 Werktagen maßgefertigt und bereits vormontiert nach Hause geliefert. Alles, was er dann noch machen muss, ist diese 4 Profilelemente zusammenzustecken. Auch das, wie gesagt, funktioniert werkzeuglos. Und wenn der Rahmen zusammengefügt ist, gibt es noch die 4 Klemmwinkel, die eingesteckt werden. In den 4 Ecken. Und damit ist das Blinus-Rollo auch bereit zur Montage im Fenster. Dazu wird das Rollo an der Unterkante des Fensters positioniert. Wahnsinn. Hereingeklappt. Und sobald der erste Kniehebel oben geschlossen ist, ist das Rollo gesichert und kann nicht mehr aus dem Fenster fallen. Dann wird noch der zweite Kniehebel geschlossen. Und in jeder Ecke befindet sich ein Exzenterhebel, der das Rollo schlussendlich in das Fenster klemmt. Und damit ist in wenigen Minuten das Rollo bereits fertig montiert und einsatzbereit. Bedient wird das Ganze vom Innenraum aus bei geöffnetem Fenster, indem die Griffleiste einfach nach unten gezogen wird. Es verriegelt an der Unterseite des Fensters automatisch und genauso wird es auch wieder geöffnet. Das Blinus-Rollo ist bis zu einer Höhe von 2,40 Meter und einer Breite von 2 Metern erhältlich, also auch für sehr große Fensterelemente verfügbar.
Dann bietet es sich allerdings an, das nicht mehr alleine zu montieren, sondern zumindest von zwei Leuten machen zu lassen. Aber auch das ist möglich. Ja, und damit würde ich die Jury gerne einladen, das Produkt auch auf seinen bombenfesten Halt und auf seine Funktion zu testen. Und bedanke mich. Ja. Ich glaube, das war so ein bisschen dein Stichwort. Hey, hey, moin. Hallo. Hi. Hallo. Funktioniert das für alle Fenstertypen? Hi. Hallo. Also es funktioniert für etwa 85% aller Fenster. Mhm. Also für Kunststoff, Kunststoffal und Holz, Alufenster. Ja. Bei Holzfenstern kommt es auf den Einzelfall drauf an, weil die oftmals so einen Abtropfschenkel unten haben. Kann ich auch nur so die und Hälfte da kannst du Kollisionen machen? Führen. Was muss man denn kann ausmessen, man wenn so man das... Kann Hälfte machen nur? Oder? Weil so ist es ja auch immer dann sehr in der Standardkonfiguration nicht. Das Dunkle sieht man jetzt im Studio nicht so ganz. Es ist bewusst dieses Gewebe gewählt worden, weil es eben nicht verdunkelt so sehr wie ein komplettes Blackout. Im Sommer will man es ja also kühl haben, deswegen immer ganz geschlossen halten. Was muss man als Kunde denn ausmessen, damit man... Also das auszumessen, so bekommt, wie man's auszumessen braucht. Ist das lichte Fenstermaß, also quasi die Breite vom innersten Maß und die lichte Höhe und den sogenannten Stocküberschlag. Das ist also quasi dieser Bereich, wo die Dichtung normalerweise sitzt. Hier diesen Winkel richtig. Genau, bekommt. Richtig. So ist es, ja. Kannst du noch mal zeigen, wie es gerade hier ging mit der Verriegelung? Ich habe das nicht richtig sehen können. Also, ich nehme es vielleicht noch mal heraus, dann sieht man es besser. Ah, so geht das, okay. Ja. Also mit diesem Kniehebel wird das Ganze einmal quer verspreizt und dann mit dem Exzenter noch über die Dichtung geklemmt. Super. Was zahle ich denn jetzt für, sagen wir mal, die Größe? Also die Standardfenstergröße, sage ich jetzt mal, 1,50 Meter, fängt bei 250 Euro an und richtet sich dann nach der Gewebefläche. Wir haben nämlich gerade bei uns welche verbauen lassen, wirklich. Und das mussten wir alles mit dem Vermieter abstimmen. Mhm. Und das war unfassbar teuer. Ein Glück hat der Vermieter davon das meiste übernommen. und er hat es alles einbauen lassen. Aber nee, ohne Mist, weil hätte er es nicht gemacht, hätten wir es uns selber nicht geleistet. Also finde ich super. Aber dann kennst du dich sehr gut damit aus. Ist das das einzige System, wo man nicht bohren muss? Also wo man wirklich was man alles einklickt? Oder wie? Also wir haben von außen kein einziges gefunden, was man selber machen kann. Vielleicht habe ich auch nicht gut genug gesucht. Aber von innen habe ich ganz viele gefunden. Haben wir auch selber alles angebaut. Das ist auch so ein Klicksystem. Von außen habe ich ehrlicherweise gar keins gefunden. Ja, innen ist es halt auch relativ einfach. Man hängt es über den Fensterrahmen. Gibt es irgendein anderes System, was man von außen... Nee, also wir haben mittlerweile vier Patente. Und habt ihr das Patent? Ja, okay. Genau, vier Patente auf dem Ganzen. Oh, wow. Okay. Vielen Dank. Okay. Stefan Dankeschön. Mit Blinos. Kommt kurz ein Stückchen nach vorne, bitte.